Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Deponia. Ja, so, können wir vielleicht nochmal abfeuern? Ah, siehst du mal. Was war das? Na was schon? Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Liebold! Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann. Scheiße. Na los, an die Geschütze. Na dann mal viel Spaß. Nicht stören. Vollversammlung. Voll von wegen. Voll sinnlos vielleicht. So ohne mich. So, warte mal. Ich glaube, wir sollten das jetzt nochmal hier weiter abgeben. Zack. Waren das alle? Ich weiß nicht mehr genau. Mal gucken. Öffnen wir mal die Tür und gucken uns mal den neuen General an. Was da so abgeht. Hä? Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... Ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Ja dann. Das bin dann wohl ich. Oh. Dad? Ich meine Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonys Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Bestimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Nein, nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an? Los, Männer, in Gefechtsstellung! Okay, wir schauen uns mal die Skyline an. Und verziehen uns doch mal. Bis denn. Wohl, warte mal, können wir jetzt eigentlich auch da oben rüber, wo der Oppenbart drüber gegangen ist? Ich glaube, da können wir ja auch nochmal hin. Da ist jetzt keiner mehr. Haben wir da unten? Am Ende nehmen die mich noch unter Beschuss. In diesem Aufzug sollte ich da lieber nicht reinlaufen. Am Ende nehmen... Na ja, gut. So. Genau, jetzt können wir auch mal dahin. Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Das war wohl die letzte Kiste.
Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Na, ja, viel Spaß. Oppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Damit stehe ich wohl wieder ganz am Anfang. Ja, wahrscheinlich. Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. So, dann könnten wir jetzt aber theoretisch, Moment mal, wieder runter. Oppenbot. Ah ja, genau, warte mal. Jetzt, wir haben ja unser Bild von Elysium. Erstmal da reinschauen. Na, so ein Zufall. Stimmt, mit dem haben wir noch nichts gehabt. Rufus, was machst du denn da unten? Na was schon? Ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Ich habe mich durch die halbe OHV gekämpft. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Ja. Glaub das mal. So, gut, dann können wir jetzt mit allen tauschen, wie es scheint. So, Grüner. Hier, Elysium-Bild. Und das packen wir jetzt einfach mal da dran. Na, komm. Achso, wir müssen erst wieder hoch. Zack. Eilfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Sehr gut. Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. So, jetzt dürfen wir eigentlich reinpacken, reinhüpfen und hoffentlich nach Elysium kommen. Übrigens. Ist da jemand? Hallo? Na sowas. Da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Oh. Paul, nein! Ist die weggeblubbert? Ach, der unten haben wir aber auch einen Strudel. Okay, das heißt, wir gehen mal dahin. War das das? Nope. Ach ja. Na, nein, halt aus, Goal! Ich bin unterwegs! Hüpf. So, das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Mach das mal. Ach, war das ekelig. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Na, siehst du mal. Wo können wir denn überhaupt hin? Da können wir noch rüber. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Knopf drücken. Ah, toll. Hier müssen die Aufstiegscodes eingegeben werden. Es gibt aber auch einen Datasettenschlitz. Ich glaube, dann gehen wir doch mal darüber. Ah, okay, an das kann ich mir jetzt auch noch mal einigermaßen erinnern.
Ich fresse einen Besen, wenn hier nicht die Datasette mit den Aufstiegscodes drin ist. So, wir brauchen erstmal das Diktiergerät, genau. Aha, Argus sein Diktiergerät. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Memo. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3. Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. So eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Und den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. Verzieh mich gerade mal. Na großartig. Jetzt sehe ich aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan. Der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Appenbot! Sie haben ge... Huch, Alarm! Unsinn, Appenbot, Sie Pfeife! Ich bin es, Argus. Ich trage nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Mhm. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Ja, ja. So, können wir denn mal das anschauen? Hallo Datasette. So, wir müssen ja eigentlich nur die Kombination hören. Von daher machen wir das einfach mal zu. Und hauen das nochmal hier drauf. Ach, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel! Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich? Beim Barte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. So, jetzt aber. Hm? Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo? Ali, hallo? Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Ali, hallo? Ja. I'm an idiot. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet I am an idiot. Hm? Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich, I am an idiot? So ein Unsinn. Korrektur. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbot? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus! Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der? Auch nicht. Wer soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können? Aber ich... So, wir schnappen uns das Diktiergerät mal wieder. Und verziehen uns. Oder wie war das? Ja, genau, wir können ja, glaube ich, hier raus. Zack.
töten die mich doch. Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Wer hätte das gedacht? Es gibt tatsächlich jemanden, der in diesem Outfit noch bescheuerter aussieht. Da kann einem ja fast leid tun. Was haben wir denn sonst noch hier? Ich glaube, wir müssen wieder zurück, oder? Ach nee, oder können wir draußen jetzt? Warte mal. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet 4473. Aha, 4473. Wie Golds Geburtstag. Nein, warte, der war 4437 oder 4347? 4711? Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Golds Geburtstag. Die Datasette-Kombination. Aha, 4. Nein, warte. Naja, Hauptsache 44. So okay. Ähnlich. Das kann ja was werden. Gut, dann nehmen wir jetzt mal eine neue Nachricht auf. Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Nicht der beste all meiner Pläne, aber es wird schon werden. So, genau, dann kommen wir jetzt wieder zurück. Yep. Packen das mal wieder hier hin. Machen wir den Alarm aus. Das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung? Oppenbot, schalten Sie unverzüglich... Aber Sie sind sich... Oppen! Schon gut. Welcher Knopf? Der hier? Der... Auch nicht. Wer soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können? So, dann nochmal Alarm aus. Ah, geschafft, Herr. Geht das jetzt oder wie ging das nochmal? Na, also, ja, bla bla bla. Okay, da haben sie eine Endlosschleife. Was zum... Alles in Ordnung. Hört sich, da halten sie... Aber sie... Oppenbart. Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den... Der hier? Nein. Auch nicht. Wer soll sie... Wer aufräumt, ist nur zu faul. Und müssen wir doch was Neues aufnehmen. Aber ich dachte, das stimmt so. Die Idee ist gut, aber Oppenbot... Na gut, dann gehen wir halt nochmal raus. So, nochmal zum Fenster. Ich fühle. Das für. Ah ja. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Das könnte gut werden. Dann wäre der nämlich da hinten am Suchen. Genau, das war's ja, glaube ich. So, dann nochmal zurück. Wir platzieren noch schnell das Diktiergerät. So, und dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, ob es funktioniert. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.